Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Zusammen mit Herrn Professor Bankhofer begrüße ich Sie auch heute aus Bad Füssing, Europas größter Thermlandschaft in Bayern. Dort, wo sich auch das Bankhofer-Zentrum befindet, an der hiesigen Internationalen Akademie für medizinische Kommunikation. Liebe Zuschauer, vermutlich geht es Ihnen genauso. Egal wie das Wetter ist, sobald der Sommer da ist, treibt es einen immer wieder magisch in die nächste Eisdiele oder an die heimische Tiefkühltruhe, vor allen Dingen an besonders heißen Tagen. Was so alles im Speiseeis steckt, darüber wollen wir heute mit Herrn Professor Bankhofer reden. Lieber Herr Bankhofer, ist das Eisessen in Bezug auf eine gesunde Ernährung eigentlich kritisch zu betrachten? Überhaupt nicht. Nicht? Überhaupt nicht. Es ist was sehr Positives, denn das wird jeder schon erlebt haben, wenn man so ein Eis isst und beisammen sitzt, dann hat man ein Wohlfühlgefühl. Ja? Man fühlt sich einfach irrsinnig wohl. Und man darf nicht vergessen, an der Universität Wien ist dem Speiseeis zuliebe eine eigene Studie, eine wissenschaftliche Studie durchgeführt worden von Dr. Peter Waller und Dr. Herbert Bauer. Ja, die haben sich die Zeit genommen, haben Menschen befragt, beobachtet und haben analysiert. Und da ist herausgekommen, dass es sehr positiv ist, etwas zu essen wie das Eis im Sommer. Ja, weil man kann Stress abbauen. Im Gehirn werden Glückshormone gebildet. Ich kann Ärger schnell wieder auf die Seite schieben. Ja? Ich kann mich auf einen Tag gut vorbereiten, kann aber auf der anderen Seite bei einem anderen Tag mich erholen besser bei dem Eis. Ja? Also nur positive Dinge, die mit dem Eis zusammenhängen. Und verschönt natürlich den Sommer ganz erklecklich. Ja. Ja, das stimmt. Aber nun gibt es ja einige Menschen, und das sind nicht wenige, die bekommen beim Verzehr von Eis Kopfschmerzen. Können Sie das erklären? Das ist eine interessante Geschichte. Da haben sich andere Wissenschaftler wieder sehr, sehr lange damit befasst. Ja, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es relativ viele Menschen sind, die Eis essen, beginnen zum Eis essen und haben auf einmal einen Schmerz im Kopf. Mhm. Da ist man nachgegangen der Geschichte, warum das so ist. Ja. Wenn ich Eis esse, ja, dann drücken die meisten Menschen diesen ersten Bissen gegen den Gaumen. Ja. Warum, weiß man nicht. Ja, das ist einfach so. Ja. So, was passiert da im Körper? Im Gehirn wird sofort Alarm geschrien, denn alle haben Angst, dass das Gehirn unter der Kälte leiden könnte. Denn die glauben, die Kälte bleibt jetzt lange, lange, lange. Ja? So, was passiert? Es gibt den Auftrag im Kopf, alle Blutgefäße zu weiten, mehr Blut durchzulassen, damit sich das Ganze erwärmt. Da entsteht ein Druck. Und sehr sensible Menschen leiden sofort an Kopfschmerzen. Da aber das Gehirn sehr bald erkennt, dass dieses Eis doch was Harmloses und nichts Gefährliches ist, ja, dann wird sofort der Alarm abgeblasen, die Blutgefäße verengen sich wieder und alles ist wieder normal. Also keine große Angelegenheit, aber hochinteressant, wie der Körper sofort reagiert. Ne? Ja, okay, das ist eine Schutzfunktion des Körpers, aber schreit sofort auf, schnell nach. Wie sieht das denn aus? Ist Eis ein Dickmacher? Hat bestimmt einiges an Kalorien? Da ist ja Sahne, Milch und Zucker drin. Sicher. Also Eis ist klar ein Dickmacher. Speziell, wenn es mit Sahne gemacht ist und wenn es mit hochwertiger Milch gemacht ist und Zucker ist auch drinnen. Ja. Aber man muss natürlich eines sehen. Wenn ich schlank bleiben will, wenn ich das Eis nicht als Dickmacher sehen möchte, dann muss ich es anstelle einer Mahlzeit an einem schönen Sommertag essen. Ich darf also nicht großartig essen gehen und nachher sagen, und jetzt gehen wir auf ein Eis. Ja? Ich muss also sagen, okay, das war's, ich gehe halt in den Eissalon Mittagessen. Okay. Ja, das muss man also so ordnen. Dann macht es eigentlich nichts aus. Also nicht zum Snack zwischendurch, sondern eine Mahlzeit. So ist. Und dann gibt es natürlich seit einigen Jahren schon Eissalons, in denen man fettarmes Eis bekommt, das nur 2,5% Fett hat. Das ist dann angeschrieben, also die großen Salons haben das fast alle jetzt schon. Oder haben ja auch oft Diabetiker-Eis, ne? Ja, ja, es gibt so spezielle, auch ausgefallene Eissorten, Müsli-Eis und Spinat-Eis und so. Ja, alles Mögliche, ja, das stimmt. Wie sieht das denn aus? Die beliebteste Eissorte ist ja Vanille-Eis. Richtig. Kann man das irgendwie erklären? Na, diese Studie, die da in Wien an der Uni gemacht worden ist, hat ja ergeben, dass ganz besonders bei Vanille, Schokolade und Himbeer-Zitrone man sich wohlfühlt. Ja? Mhm. Und die Vanille ist da ein ganz eigenes Stück. Berliner Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass in der Muttermilch Andeutungen von vanilleähnlichen Substanzen sind. Man nennt es in der Wissenschaft Vanilleblumen. Ja? Mhm. Okay. Und diese Vanilleblumen sozusagen, die prägen jetzt das Kind. Wenn jetzt ein Kind sehr lange an der Mutterbrust ernährt wird, ja, dann hat es diese ständige Zufuhr von vanilleähnlichen Stoffen. Dann bricht das Ganze ab und wenn jetzt der erwachsene Mensch dann oder das Kind, das später mit Vanille in Kontakt kommt, entsteht ein Aha-Erlebnis.
das kenne ich doch von wo. Und dann ist man eigentlich, und das muss ich sagen, ist auch bei mir der Fall, ist man sein ganzes Leben dem Vanille verfallen. Ja? Ja. Und man findet auch in der Lebensmittelindustrie unheimlich oft Vanille eingebaut. Ne? Okay, also sozusagen wirkt direkt auf das Unterbewusstsein ein Aha-Effekt im Unterbewusstsein. Ja, macht glücklich, man fühlt sich wohl, ja. Man sagt sogar, es belebt die Sinne, alle Sinne des Menschen. Also wie gesagt, es gibt ja alles Mögliche mit Vanille, ne? Shampoo, Parfum. Eben. Ja, ja. Okay. Und fast in jedem Kuchen und so. Also beim Essen ist es ganz besonders arg, ja. Okay. Aber wie gesagt, das ist ein interessantes Detail, warum das meistgekaufte Eis Vanilleeis ist. Mhm. Wie ist denn der Eiskonsum aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu betrachten? Naja, wenn man es ganz nüchtern schaut und sagt, ein hochwertiges Eis wird heute auf der einen Seite mit Schlagsahne gemacht oder mit hochwertiger Milch, dann habe ich wenigstens Kalziumzufuhr. Mhm. Es gibt ja Leute, die essen normal, die trinken keine Milch und essen keinen Joghurt, die haben wenigstens dann im Sommer über das Eis eine Zufuhr von Kalzium, ja? Wenn man das so sieht. Auf der anderen Seite, wenn wir hier das schöne Himbeereis hier anschauen, ja? Es gibt natürlich Eissorten, die aus frischen Früchten zubereitet sind. Ja? Das italienische Eis meistens. Ja? Das hat zwar nicht so viel Kalorien, aber dafür habe ich natürlich viele Mineralstoffe, Spurenelemente und das macht das Ganze wieder interessant für meine Ernährung. Also es ist gar nicht so ungesund, wie oft gedacht wird. Also besser als sein Ruf oft. Ist besser als sein Ruf. Also, ja, als Naschwerk gesehen. Könnte man sagen. Und vor allem, ist eine Schöpfung für Wohlgefühl. Ne? Ja, das stimmt. Hat auch. Schafft gleich das Sommer. An einem stressigen Tag, ja. Kann ich nachher Eis essen gehen und den Stress schneller abbauen. Die wissenschaftliche Studie in Wien hat sogar ergeben, an einem stressigen Tag, den ich weiß, dass er vor mir liegt, ja, bringt sogar, wenn ich vorbeugend ein Eis esse und ich kann besser mit dem Stress umgehen. Auch das ist hochinteressant. Okay, ne? Auch präventiv gegen den Richtig, Stress, ja. Ja, das ist super. Da wäre noch der Satz, den der eine oder andere noch kennt von der Großmutter, iss nicht so viel Eis, sonst erkältest du dir den Magen. Ja, den kenne ich. Den kennen viele. Das ist natürlich ein Ammenmärchen. Ja? Okay, denn gut. Wenn ich das Eis esse, in der halben Speiseröhre ist es zerflossen und hat Körpertemperatur. Okay. Also das ist keine gute Nachricht gewesen. Damit wollte uns die Oma vielleicht nur schrecken, dass man nicht so viel Eis isst und nicht so viel Süßes isst. Gut. Super. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wir können also ohne schlechtes Gewissen in den Sommer starten und in die Eisdiele gehen. Nun wird es aber höchste Zeit, dass wir uns in den kleinen Kursaal begeben. Denn dort warten schon wieder viele Gäste auf uns und die Beantwortung ihrer Fragen zum Thema Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Bis gleich. Begrüßen Sie mit mir nun mit einem tobenden Applaus Herrn Professor Bankhofer. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Ein tolles Publikum. Was, danke, ein tolles Publikum. Danke vielmals. Dankeschön. Bei dem Publikum, das kann es ja nur heiter werden heute. Es ist so schön, super. Tolle Menschen, ich habe so eine Freude, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie hier sind, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich habe mich hier sehr gefreut schon auf die heutige Sendung. Ich mich auch und auf die Themen, die auf uns warten. Auch heute wollen wir uns ja wieder mit alten Hausmitteln und modernen Naturarzneien befassen, aber auch mit Fragen rund um die Ernährung und Bewegung. Dazu haben uns wieder einige Fragen erreicht, einmal aus dem Kreis der Bibel-TV-Zuschauer. Die Leser der Passauer Neuen Presse haben Fragen eingesandt und unser Kamerateam war auch heute noch hier in Bad Füssing unterwegs und hat Fragen mit der Kamera eingefangen. Also an Themen wird es nicht mangeln. Und ich bin schon sehr neugierig. Viele Themen, viele Fragen kenne ich ja noch gar nicht. Ja, da hoffe ich, dass Sie eine passende Antwort parat haben. Das hoffe ich auch. Okay. Kommen wir doch zum ersten Thema. Und zwar schreibt uns eine Zuschauerin, ich trinke gerne Kaffee. Er ist mir morgens aber oft zu stark. Eine Freundin hat mir geraten, ich sollte Milch in den Kaffee geben. Das hilft aber überhaupt nicht. Können Sie mir was anderes raten? Also wenn man, die Freundin hat natürlich nicht recht, ja. Wenn man den Kaffee, das Koffein im Kaffee entschärfen möchte, ja. Man trinkt ja oft so einen Kaffee mit Milch drin, ja. Mhm. Aber wenn man gezielt das Koffein entschärfen möchte, dann ist natürlich die Milch der schlechteste Weg. Denn das Entschärfen des Koffeins kann nur funktionieren mit Fett. Und zwar mit Milchfett und zwar mit sehr viel Milchfett.
Daher ist es nur sinnvoll, ich höre schon aus dem Publikum, Sahne in den Kaffee zu geben. Ja? Das heißt, das wissen unsere Gäste auch schon. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, ich kann nur mit Sahne den Kaffee verträglicher machen, wenn ich da heikel bin in der Hinsicht. Okay, also 3,8% Milch reicht nicht. Das ist zu wenig. Es ist das ist zu wenig, jawohl. Wenn ich im Garten gearbeitet habe, habe ich oft eine rote, gerötete Haut und das Gesicht ist gespannt. Was kann ich dagegen tun? Da gibt es eine Blume, die früher in der Klostermedizin schon eine große Rolle gespielt hat und die viele in ihrem Garten haben. Das ist die Ringelblume. Ringelblume. Okay. Wer hat Ringelblumen zu Hause? Wunderschön. Eine Menge. Die sind so schön, das Rot, das Orange, das Gelb. Ja? Diese Blüten sind ja herrlich. Und sie schmecken übrigens gut am Salat, gell, drauf. Okay. Auf dem Kopfsalat schmecken also die Blüten von der Ringelblume wunderbar. So, wenn ich jetzt ein gerötetes Gesicht habe, das ein bisschen entzündet ist, ja, dann bereite ich mir einen Ringelblumentee zu. Ich nehme getrocknete Ringelblumenblätter oder frische Ringelblumenblätter, und zwar 2 gehäufte Teelöffel. Und übergieße sie mit einem 1/4 Liter kochendem Wasser, lasse das Ganze 10 bis 15 Minuten ziehen, dann durchseihen und dann lauwarm werden. Aber bitte nicht trinken. Okay. Diesen Tee gibt man in eine Schale, dann taucht man Wattepads ein und wäscht damit das Gesicht. Das tut der Haut wahnsinnig gut, denn die Ringelblume hat ja vor allem Wirkstoffe, die auf die Haut wirken, die Haut beruhigen, die Haut verschönern, die Haut sozusagen pflegen. Und das kann man in dem Fall sehr gut mit dem Ringelblumentee erreichen. Also macht man quasi eine Ringelblumenblütentinktur. Kommt man nicht in die Versuchung, ihn zu trinken. Eine Ringelblumentee-Kosmetikkur sozusagen. Mit einem Mal ist das natürlich nicht getan. Ja? Wenn man im Garten sich wirklich das Gesicht aufgerötet hat, das muss man schon ein paar Tage machen. Ne? Dann merkt man ganz schlagartig, wie sich die Haut wieder beruhigt und wie man also wieder normal sie pflegen kann dann. Okay. Das nächste Thema widmet sich einem Erfrischungsgetränk ohne Alkohol. Und zwar schreibt uns ein Zuschauer, ich lehne Alkohol grundsätzlich ab. Gibt es für heiße Tage, Sommertage einen alkoholfreien Cocktail, den man zum Beispiel Gästen bei einer Gartenparty servieren kann, der gut schmeckt? Ja, den gibt es. Und zwar, dieser Brief ist schon ein paar Tage alt und darum haben wir was vorbereitet dazu. Wieder einiges an exotischen Früchten. Jawohl, hier ist ein Granatapfel. Hier ist eine Grapefruit und hier ist ein Orange. Ja. Ja? Und zwar muss ich sagen, das ist sehr durstlöschend, ja? Dieser Cocktail, und hat einen riesigen Vorteil. Er wirkt also sozusagen nicht nur durstlöschend, sondern er hat auch einen positiven Einfluss durch die Bitterstoffe. Er aktiviert unsere Leber. Er hilft unsere Leber beim Entgiften. Also haben alle Früchte hier Bitterstoff, vor allem die Orange und die Grapefruit. Ja? Der Granatapfel, der ist dazu da, weil er natürlich überhaupt Heilkräfte hat in sich und gut tut, ja, dem gesamten Körper und die Immunkraft stärkt. So, bereiten wir es zu. Ja. Ich darf das da herstellen. Jetzt bin ich gefragt. Okay. Man nimmt vom Grapefruitsaft an sich 12 Esslöffel. So, das müssen wir natürlich nicht jetzt also wirklich 12. Also dann können 12, wir jetzt einfach mal da so... Das sind, ich habe das ausgerechnet, es ist etwa so viel. Okay. Ja. Soll ich eingießen? Gerne. So, das sind 12 Esslöffel. Jetzt kommen vom Orangensaft 4 Esslöffel. Okay. Verena, machen Sie das jetzt, ja? 4 Esslöffel. Eine gemeinsame Aktion. Gemeinsames Werk. Teamwork. Ups, okay. Das waren 1,5. Ja. Sind Sie immer so großzügig, Verena? Immer. Wenn es um Vitamine geht. So, und jetzt kommt schlicht und einfach 1 Esslöffel Granatapfelsaft. Okay. Und der ist sozusagen wieder auch Anti-Aging-Effekt, ne? Wahrscheinlich. Ja, da brauchen Sie jetzt... Einen? Nein, ich habe 1 Esslöffel. Also da muss man von dem Löffel schon 3 geben. Da habe ich wohl nicht zugehört. Ups, sala. So, und jetzt würde ich auf jeden Fall raten, dass man das mit Wasser auffüllt, weil es ein besserer Durstlöscher dann ist. Ja? Mhm. So. Und das natürlich kühl. Nicht kalt, das ist nicht gut im Sommer gegen den Durst. Kühl,
angenehm kühl. Man kann dann noch eine Scheibe von der Orange hierher stecken, man kann das noch verzieren. Und das ist vor allem ein Vorteil. Erstens einmal stärkt man die Leber, ist immer gut, weil die Leber sorgt für gute Verdauung und auch für gute Laune. Ja? Die Leber ist wichtig, eine funktionierende Leber sorgt auch dafür, dass ich mich besser fühle. Ja? Also ist es an so einem Sommertag dann was Hervorragendes. Und dann, das ist schnell zusammengebraut. Wenn da unverhofft Gäste kommen, die setzen sich auf den Balkon in den Garten, ich gehe hinein, man muss halt zu Hause haben, Grapefruit, Orange, Granatapfel. Hat man nicht aber, immer. Hat aber man nicht immer, aber wenn man weiß, dass Gäste drohen, ja, ja genau. Dann kann man also einiges vorbereiten. Aber wie gesagt, das ist sehr erfrischend und es schmeckt auch sehr gut. Kannst du noch, vor allem, wenn jemand ein bisschen Bitterstoffe mag. Ja, wir haben es zwar abgefangen mit, dem Granatapfelsaft und mit dem Orangensaft, aber es bleibt natürlich doch ein Drink, der in Richtung ein bisschen bitter hineingeht. Ich mag das. Ja. Und entgiftet die Leber, entgiftet was wiederum gute Laune macht. Und hilft dir natürlich bei der ganzen Arbeit, bei der Verdauungsarbeit. Super, wieder was gelernt. Gerade im Vielen Dank. Sommer auch gut. Ne? Ja, passende Frage nun, auch zum Thema Leber. Und zwar schreibt uns eine Zuschauerin, meine jüngste Laboranalyse hat ergeben, dass ich meiner Leber ein wenig Kraft geben sollte. Mit welchen Lebensmitteln kann ich das denn tun? Oh ja, da gibt es so eine Reihe, eine Liste davon. Das ist Brokkoli zum Beispiel, tut sehr gut. Die Kresse, der Spinat, dann der Kopfsalat, um diese Jahreszeit herrlich, weil er aus freiem Anbau schon kommt. Ja. Und der Feldsalat. Und der Feldsalat. Man kann auch Feldsalat und Kopfsalat mischen. Das ist hervorragend. Der Feldsalat ist wie ein Würzsalat. Ne. Also das wären Lebensmittel. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon von den Bitterstoffen gesprochen, dass die Leber Bitterstoffe braucht. Daher ist es auch gut zum Stärken der Leber, wenn man Endivien macht, also in den Speiseplan einbaut, wenn man ein Blatt Rucola oder Radicchio zum Beispiel. Oder Artischocke. Okay. Ja, Artischockenböden. Ja. Die können auch sehr helfen. Also das wäre eine Nahrungsmittelkette, eine Nahrungsmittelfamilie, die mir helfen würde, meiner Leber Freude zu machen. Entschlackt und entgiftet. Da gibt es übrigens, ich glaube, ich habe es in unserer Sendung schon mal gezeigt, aber das können wir vielleicht im Sitzen alle machen. Es gibt also eine Möglichkeit, die Leber zu aktivieren. Ja, man weiß, dass also Energiebahnen zur Leber führen über die Hände. In dem Moment, wo man sich die Hände reibt. Probieren die Hände Sie das reibt. Einmal. Ja. Nicht nur vor dem Mittagstisch, sondern ja, auch... Das, und das ist jetzt nämlich genau das, was man wissen muss. Was machen wir, wenn wir an einen schön gedeckten Tisch kommen? Wir freuen uns aufs Essen. Und regen die Leber an, jawohl. So ist das. Und wir regen damit die Leber an, das heißt, ich verdaue gut, was ich da essen werde. Und ein Glas Wein mehr ist dann auch drin, weil die Leber natürlich das gut verarbeiten kann. Wenn es so schnell geht, das ist doch ja. Super. Mit Nein, aber man kann auch die Laune verbessern damit. Also wenn man recht schlecht beieinander ist, man reibt sich ein bisschen die Hände und sagt, das ist ja boshafte Menschen, ja. Die können natürlich auch sagen, ha, ich freue mich. Ne? Ja. Nein, aber es ist auch eine durchaus positive Aktion, ja. Wenn man sich zwischendurch so die Hände reibt ein bisschen. Das ist ein uralter Brauch, den man immer schon gemacht hat im Leben. Ne? Das in den vergangenen Zeiten, und man sieht es auf alten Zeichnungen oft drauf, in alten Filmen, ne? Immer. Das ist eine Übung, ich freue mich, wunderbar. Ne? Ich möchte lange fit und gesund bleiben. Welche Lebensmittel muss ich zu mir nehmen? Jetzt werden alle ganz staunen, was ich sage. Man muss Lebensmittel zu sich nehmen, die nicht lange halten. Okay. Die ein kurzes Haltbarkeitsdatum haben. Warum? Alle Lebensmittel, die ein langes Haltbarkeitsdatum haben, sind industriell verarbeitet. Da sind Beigaben, da sind Zusatzstoffe, ja, Geschmacksverstärker, da ist wahnsinnig viel Fett, Zucker und Salz drin. Das sind ja lauter Konservierungsmittel, die die Lebensmittelindustrie hineingibt, damit die Ware recht lang gelagert werden kann. Also das heißt, wenn ich gesund mich ernähren möchte, dann muss ich zu Lebensmitteln greifen, die eine kurze Haltbarkeit haben und muss sie in dieser Zeit auch so rasch wie möglich bei mir in der Küche zubereiten und auch genießen, dann weiß ich, dass ich Natur pur sozusagen zu mir genommen habe. Okay. Und das ist das ganze Geheimnis eigentlich, dass man sich also gesund ernährt aus heimischem Anbau, aus der Region. Denn das ist wirklich reif, vollreif geworden und nicht halbreif
Und beim Obst zum Beispiel ist es so furchtbar, wenn man in einen Laden geht und die Marillen, die Aprikosen, ja, und die Pfirsiche, alles ist steinhart, ja. Das ist unrichtig, weil vor allem die Menschen vergessen, die damit handeln, dass das nicht nachreifen kann. Okay, also ja? Selbst wenn man es irgendwie an ein sonniges Plätzchen stellt. Das wird nicht, und vor allem bilden sich die Bioaktivstoffe nicht, die Farbstoffe, die heilende Wirkung hier haben, wie man weiß, in der Tomate das Lycopin. Ne? Wenn die Tomate nicht voll ausgereift ist, ja, ist auch kein Lycopin oder zu wenig Lycopin drinnen. Das muss man sich bewusst sein. Mhm. Also heimisch reif geerntet und so rasch wie möglich zubereitet und gegessen. Dann ist man auf einem richtigen Weg, sich wirklich gesund zu ernähren. Okay, und lange fit und vital zu bleiben. Um lange fit und vital zu bleiben, ja. Ein Mann hat sich an uns gewandt, und zwar mit dem Problem der schwachen Nerven. Er habe gerade seinen Job gewechselt und sei deshalb sehr unter Anspannung und fragt, mit welcher gezielten Ernährung er denn da entgegensteuern kann. Also grundsätzlich alles, was B-Vitamine enthält, ja, das ist wichtig. Aber ich kann so ein Musterbeispiel, den Klassiker empfehlen, das ist Buchweizen. Buchweizen. Man findet zum Beispiel heute in den Regalen auch Buchweizen-Teigwaren, Buchweizen-Leibchen vorgefertigte, die man nur in der Pfanne sozusagen Bratlinge. Ja, diese, also Buchweizen ist hervorragend, denn Buchweizen ist reich an B-Vitaminen, vor allem an B1, das ist das Nervenvitamin, das die Nerven aufbaut, die Nerven stärkt. Mhm. Und dann ist in Buchweizen auch Tryptophan, eine Aminosäure, die auch beruhigend wirkt. Ja, die einen guten Schlaf einleitet, wenn man viel Stress hatte, einem die Erholung verstärkt, also unterstützt. Also das ist natürlich schon gut. Buchweizen-Mahlzeiten zu sich zu nehmen, ist hervorragend, auch ein guter Schutz vor Burnout-Syndrom. Und sonst, wenn man Buchweizen nicht kennt oder nicht mag, dann kann man alles, was viele B-Vitamine enthält, und das sind eigentlich alle Vollkorngetreide. Ne? Okay. Also hochwertiges Getreide, richtig. Buchweizen, Dinkel wahrscheinlich auch. Ja, Dinkel, hervorragend. Ja. Dinkel-Teigwaren schmecken auch köstlich, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es ist halt so, alle Menschen, die nervig, die genervt sind, die schwache Nerven haben, die, sagen wir, nicht viel Stress aushalten, ja, die vielleicht schlecht gelaunt sind, ja, und die anderen anpfnausen, ja, denen fehlen B-Vitamine. Das ist das große Problem unserer heutigen Gesellschaft, dass in den Weißmehlprodukten und über nirgends B-Vitamine drinnen sind und wir natürlich viel mehr darauf achten müssten, unser Nervenkostüm mit B1, B2, B3, B6, B12 und auch die Energie aufzuladen. Und das bekomme ich durch hochwertige Vollkornprodukte, Getreideprodukte. Durch Vollkornprodukte. B12 ist ein bisschen heikel, das gibt es im Fleisch, aber wer kein Fleisch isst zum Beispiel, der muss wissen, dass man B12 in der Makrele hat, dass man B12 im Sanddornsaft hat, das ist ein ganz wichtiger Lieferant, und im Sauerkraut zum Beispiel ist auch B12. Also für alle drin. Vegetarier, Sauerkraut, ja, Sauerkraut, Sanddornsaft. Sanddornsaft, da hat man, kann man aufholen seine B12-Vorräte. Weil die braucht man, um Energie zu haben, genügend Energie zu haben. Ne? Okay. Kommen wir doch zum Thema Fitness. Und zwar schreibt uns eine Zuschauerin, ich leide sehr oft an einem total verspannten Rücken. Gibt es denn eine Fitnessübung, die ich machen kann, um meine Wirbelsäule etwas zu lockern? Ja, da freut sich die Wirbelsäule. Liebe Zuschauer, ich würde Sie sagen, sind wieder gefragt. Ich würde sagen, unsere Gäste, wer unsere Sendung kennt und wer kommt, der weiß, dass an dieser Stelle alle mitmachen. Auch Sie zu Hause natürlich, aber das hier im Saal doch, werden zumindest. Alle auch. Wenn Sie morgens aufgestanden sind und das Gefühl haben, Sie sollten für Ihre Bandscheiben was tun, Sie sollten für Ihre Wirbelsäule was tun, ja, oder auch abends dann, wenn Sie nach Hause kommen und das Gefühl haben, Sie sind 2 Zentimeter kleiner geworden, das sind Sie auch, weil die Bandscheiben zusammengedrückt sind, dann können Sie was machen, damit sich die Bandscheiben wieder lockern. Sie stellen sich ganz locker hin und schütteln die Hände aus. Und dann gehen Sie mit den Händen vorsichtig und langsam nach oben, weit nach oben, so weit Sie die Arme ausstrecken können, weit über Ihren Körper. Und jetzt führen Sie die Hände zusammen. Sie legen die Handflächen zusammen, ja? So, und jetzt schauen Sie aus wie eine Kerze, ja? Ja, wir auch. Darum nennt man diese Übung, ja, wir auch, ja. Ja, Sie sehen es. Und darum nennt man diese Übung die Kerze, ja? Für die Wirbelsäule, für die Bandscheiben. Und jetzt bleiben Sie nicht so stehen, sondern aus der Hüfte bitte, also nur aus der Hüfte, gehen Sie nach rechts, schwingen nach links. Denken Sie an so manche andere Übung, die damit zusammenhängt. Nach die Kerze rechts, im Wind sozusagen. Jawohl, und nach links. Ja, wie eine Blume im Wind, könnte man sagen. Ja? Nach rechts
und nach links. Schaut das nicht wunderschön aus? Super. Ja, wunderschön. Sehen Sie, und damit animieren Sie die Zuschauer zu Hause, aufzustehen und mitzumachen, weil das ist ja nicht schwer. Ja? Dann wieder gerade stehen und nach oben stoßen und jetzt wieder nach rechts. Es geht auch in die Arme. Links, ja, ja, man kriegt, kann man Muskelkater auch, und man gewöhnt sich daran. Das sollte man ja jeden Tag machen, ja. So, und jetzt steht die Kerze gerade, die Hände wieder ganz langsam runter, alles langsam machen und ausschütteln. Ich kann Ihnen nur sagen, das war hervorragend, was Sie hier geleistet haben. Vielen Dank. Dankeschön. Eine Zuschauerin schreibt, ich lebe alleine, sitze viel vor dem Fernsehgerät und muss gestehen, wenn ich im Fernsehen eine neue Folge einer Serie sehe, die ich besonders mag, bin ich danach sehr glücklich. Ist das normal? Ja, das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Wer von Ihnen hier schaut gern ganz bestimmte Fernsehserien? Man hat ja das seinerzeit bei Dallas und Dynasty gesehen, ja? Oder es gibt so lustige Krimiserien, ja? Ja, dazu muss ich Folgendes sagen, da gibt's hochinteressante Medienstudien, die nachweisen, wenn Menschen allein sind, allein leben, wenig Kommunikation haben, auch wenig Freunde haben und nicht mit vielen Leuten reden, weil sie auch zurückgezogen leben, die können in diesem Fall als Ersatz sozusagen Sympathie für die Hauptdarsteller einer Serie kriegen. Mhm. Das heißt, man weiß, dass wenn eine Serie 3 bis 4 Folgen lang läuft und derjenige hat Freude dran, dann nähert er sich diesen Personen so an, dass er sich jedes Mal freut, wenn er die wieder sieht, wie wenn man einen Verwandten sieht. Ja? Und das wirkt sich auch auf die Seele aus, ja? Dass die Leute auch glücklich sind. Und so kann man sagen, Fernsehen macht glücklich. Ne? Ja. Auf diese Weise, das ist bestimmt in einer Familie nicht der Fall, wo eh alle die lauter Kinder und Enkelkinder da sind. Aber wenn wer allein ist, kann das schon passieren. Und da ist das Fernsehen ein gewisser Trost natürlich schon und eine gewisse Beruhigung für vielleicht Angehörige, die sagen, naja, sie schaut die Serie gern oder die Serie, unsere Oma oder der Opa. Ne? Also da ist was dran. An dieser Anfrage ist was dran. Das ist wirklich möglich und das ist kein Einzelfall. Die Dame braucht sich auch nicht zu genieren. Das ist möglich und ist ein guter Ersatz. Ne? Okay. Super. Die Serienfans applaudieren. So wie, Sie werden mir zustimmen, ein schlechtes Fernsehprogramm ein wunderbares Schlafmittel ist. Ne? Stimmt auch wieder. Okay, widmen wir uns der nächsten Frage. Und zwar lautet die, jedes Mal, wenn ich abends vergessen habe, vor dem Zubettgehen das Schlafzimmer zu lüften, träume ich schlecht. Ist das Zufall oder gibt es da Zusammenhänge? Nein, da gibt es klare Untersuchungen. Man könnte sagen, schlechte Luft im Schlafzimmer, schlechte Träume, gute Luft im Schlafzimmer, weitaus bessere oder gute Träume. Ja? Das heißt aber, das ist eine Erinnerung für uns alle, dass man erstens einmal im Schlafzimmer also nur schlafen sollte und Zeit für die Liebe haben. Ja? Da gehört kein Fernsehapparat hinein, da gehört kein Radioapparat hinein. Na gut, vielleicht Radio geht gerade noch, ja. Aber es gibt keine Arbeit, kein Essen. Das hat alles im Bett nichts zu suchen. Ja? Und vor allem, es darf nicht geraucht werden und es darf keine schlechte Luft geben. Man muss vor dem zu Bett gehen, Fenster weit aufmachen, lüften das Schlafzimmer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Für den gesunden und dann wird man Schlaf. Für den gesunden Schlaf, auch für gesunde Träume und für gute Träume. Also manchmal weiß man ja gar nicht, ob man gut oder schlecht geträumt hat. Man ist nur grantig oder schlecht gelaunt am Morgen oder ist von Ängsten verfolgt oder hat ein unangenehmes Gefühl. Dann weiß man, man hat schlecht geträumt. Oder man geht fröhlich in den Tag, weil man einfach so etwas Tolles, Positives geträumt hat. Ne? Und das muss man einfach wissen, weil man darf ja nicht vergessen, bei jedem Traum, den man hat und der wild ist oder weniger wild, aber aufregend ist, verliert man auch sehr viel vom Glückshormon Serotonin. Das verbraucht man. Und da man tagsüber bei der Arbeit schon viel Serotonin verbraucht hat, wachen manche Menschen mit einem absoluten Serotoninmangel auf. Ja? Das bedeutet, darum sind so viele Leute grantig, wenn sie in der Früh. Jetzt haben sie einen schlechten Traum gehabt, weil sie eine schlechte Luft im Schlafzimmer haben. Jetzt haben sie einen wilden Traum gehabt, da haben sie Serotonin verbraucht. Ja? Ja. Und stehen in der Früh da und sagen, wo hole ich mir mein Glückshormon? Ja? Die einen gehen laufen und holen sich Endorphine. Die anderen brauchen ein Honigbrot oder ein Marmeladebrot und was Süßes. Warum? Mit Recht. Weil die brauchen Glukose, aus der Glukose können sie neues Serotonin bilden. Also die Kette dieser Dinge rund ums Schlafzimmer sind ganz wichtig, das sollten wir alles wissen. Aber grundsätzlich ist der Spruch für unseren Zuschauer ganz wichtig.
Gute Luft im Schlafzimmer, gute Träume, schlechte Luft im Schlafzimmer, schlechte Träume und nicht nur die Träume. Man schläft auch schlechter. Ne? Man ist dann morgen wie gerädert, wenn man in einem Zimmer schläft, wo die Luft nicht gut ist. Ne? Okay. Kommen wir zu einer nächsten. Darum haben ja manche Paare getrennte Schlafzimmer. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Besser nicht. Besser nicht. Kommen wir zur nächsten Bewegungsübung. Und zwar lautet hier die Frage, wenn ich an heißen Sommertagen ins Schwitzen komme und die schweißnasse Kleidung noch nicht gewechselt habe, kriege ich schnell ein Gefühl der Schwäche im Schulter- und Nackenbereich. Was kann ich denn da tun, um diesen Bereich kräftig und fit zu halten? Wissen Sie, was ich Ihnen zu Hause und Ihnen im Saal vorschlage? Das probieren wir jetzt aus, diese Übung. Ne? Dafür stehen wir wieder Überraschung. Auf. Damit hätten Sie nicht gerechnet, was, dass wir heute noch turnen. Ja. Nein, das ist eine ganz einfache Übung, die auch so selbstverständlich ist eigentlich. Sie stellen sich hin und heben die Arme an, dass Sie sozusagen die Ellbogen so in Brusthöhe haben. Dann nehmen Sie die Finger, bewegen Sie und greifen mit den Fingern zu den Schultern, mit der rechten Hand zu der rechten Schulter, mit der linken Hand zu der linken Schulter. So, da bleiben Sie. Diese Finger setzen sich da fest und jetzt beginnen Sie, die Ellenbogen ein wenig anzuheben und jetzt geben Sie sie zusammen, soweit es geht. Die Dame kann das toll in der ersten Reihe. Und geben Sie ganz einander, wenn es geht. Und dann ziehen Sie sie wieder zusammen, wenn es geht. Sie machen sozusagen einen kleinen Schmetterling, wie man das im Fitnesscenter nennt, am Gerät. Ne? Nur machen Sie es ohne Gerät. Ja? So, und wieder auseinander und wieder zusammen. Und dann klopfen Sie mit den Fingern auf die Schulter. Ja, klopfen sich auf die Schulter, tut Sie haben natürlich Pyjama an, jetzt haben Sie das Gewand an, da geht es schwieriger. Ja? So, dann wieder festsetzen und wieder auseinander und zusammen, soweit es geht. Auseinander und zusammen. Sie werden spüren, wie sich alles lockert. Ja? Im ersten Moment werden Sie das Gefühl haben, ich verspanne mich doch. Ja? Aber wenn Sie hier rausgehen, dann ist es angenehm. Und so enden Sie auch die Übung. Finger wieder hinan, Arme aus, runter und ausschütteln. Wunderbar. Super. Haben Sie wieder grandios gemacht. Super. So, das nächste Thema. Und zwar lautet die Frage, wenn im Sommer wieder die schwülen, heißen Nächte kommen, leide ich besonders. Ich wälze mich stundenlang im Bett hin und her und kann nicht schlafen. Gibt es ein Naturrezept, mit dem ich dem vorbeugen kann? Ja, das kann man natürlich als Faustregel sagen, alle Lebensmittel, die Magnesium enthalten. Mhm. Ja, Bananen, ja, das ist das Antistressmittel sozusagen. Daher ist es auch sinnvoll, abends Naturreis leicht gedünstet zu essen zum Beispiel. Ja? Aber es gibt eine Reihe von Nahrungsmitteln, wo man eben schauen kann, das sind alles, der Spinat zum Beispiel ist auch ein gutes Mittel. Ja? Vollkornbrot, ja, ist auch sehr, sehr gut. Und das sind so Dinge, die man natürlich jetzt nicht alle am Abend essen soll, ja? Sondern im Laufe des Tages in den Speiseplan einbauen soll, immer nachdenken, ich brauche Magnesium, weil Magnesium hilft mir, dass ich dann mich nicht herumwälze nachts und unruhig bin. Ne? Okay, also hilft gegen die heißen Sommernächte, das starke Schwitzen und man schläft ruhiger. Vorher schläft. Noch lüften, richtig, dann ist es die lüften, optimale genau. Mischung. Richtig, richtig, jawohl. Das nächste Thema lautet, ich fühle mich an heißen Sommertagen schnell erschöpft. Wie kann ich denn diese Erschöpfung schnell wieder loswerden und zu neuer Kraft gelangen? Da gibt es einen wunderschönen Tee. Ein Tee, den man trinkt in diesem Fall, ja, weil wir haben ja heute keine so Tinktur, oft, ja, wir haben sehr oft Rezepte heute gehabt. Und zwar sind denn die Hopfenblüten, Orangenblüten, mhm, ja, und Melissenblätter. Die Melissenblätter haben Cineol, einen beruhigenden Stoff. Ja, und Begleitstoffe natürlich dazu, wie es halt in der Natur ist. Die Hopfenblüten haben Humulon und Lupulon. Okay, das zwei wiederhole beruhigende ich mal lieber Stoffe. Nicht. Und die Orangenblüten geben durch ihre ätherischen Öle mit dem Duft, dem Ganzen eine Krone, setzen sie dem auf. Zu gleichen Teilen gemischt. Zwei Teelöffel werden mit einem Viertelliter kochendem Wasser übergossen, 8 bis 10 Minuten ziehen lassen, durch sein, lauwärm lassen und dann mit etwa, wenn man will, ja, also wenn man Diabetiker ist natürlich nicht, mit Candiszucker oder Honig. Oder mit Honig mache ich das noch lieber, süßen und dann lauwärm den Tee langsam in kleinen Schlucken, sich seelisch schon einzustellen sozusagen, ja, die Erschöpfung mit Ruhe sozusagen besiegen, ja.
Das ist ein guter Tee. Und lauwarm ist natürlich immer gut, weil man an Sommertagen und in Sommernächten einfach nie was Eiskaltes trinken soll. Weil das Eiskalte ist zwar im ersten Moment wahnsinnig angenehm, aber dann sofort nach einigen Minuten gibt es einen Schweißausbruch und ich schwitze alles, was ich getrunken habe, gleich wieder aus und fühle mich wieder nicht wohl. Okay. Aber dieser Tee mit Hopfenblüten, Orangenblüten und Melisse, den kann man nur jedem raten, an heißen Sommertagen, ja, wenn wieder welche kommen, ja, dann, wir geben die Hoffnung nicht auf. Dann ist es doch sehr sinnvoll. Okay, gut zu wissen. Dafür haben Sie sich einen Applaus verdient. Ja. So, und das nächste Anliegen eines Zuschauers lautet, ich nehme an kühlen Sommertagen, okay, als Schutz gegen Erkältungen Vitamin C in Form einer Brausetablette. Stimmt es, dass man warten muss, bis sich die Tablette aufgelöst hat? Das ist ein ganz ernstes Thema im Grunde genommen. Ja? Darum würde ich ja sagen, statt der Tablette wäre gescheiter, man isst eine schöne Orange, ja, oder man isst einen Apfel, ja? Oder man holt sich einen Sanddorn-Sirup, den man mit Wasser aufgießt, wunderbar. Mhm. Denn es ist so, wenn ich jetzt eine Brausetablette in dieses Glas hineinwerfe, dann braust die, heißt ja, ja Brausetablette, ja, und hat so einen Schaum. Und dann merkt man oft nicht, dass da in der Mitte noch ein Stück ist und es schäumt und schäumt und schäumt und ist noch immer nicht ganz aufgebraucht. Wenn man in diesem Augenblick diese Brausetablette zu sich nimmt, da ist ein riesiger Druck drinnen, da kann es zu Verätzungen in der Speiseröhre kommen. Und da muss man einfach aufpassen, immer warten, bis die Tablette wirklich komplett zergangen ist. Vielleicht noch mit einem Plastiklöffel, also kein Metalllöffel, Plastiklöffel vielleicht einmal umrühren. Und dann sieht man, jetzt ist sie ganz zu, jetzt ist sie ganz aufgelöst, jetzt kann ich trinken. Das okay. gilt für grundsätzlich nicht nur Vitamin C, das gilt für alle Brausetabletten. Okay, also wenn Brausetablette, dann die paar Sekunden abwarten, ansonsten bis sie wirklich ganz, naja, Sekunden, das dauert auch ganz schön lang bei mancher. Und das sollte man also auch tun und aufpassen und nicht da leicht und so schnell, weil da kann man sich schaden. Ja, die nächste Frage. Wenn im Sommer so richtig heiße Tage auf uns zukommen oder das Wetter extrem wechselt, dann habe ich oft Probleme mit dem Kreislauf. Die typischen Symptome sind Erschöpfung, Müdigkeit und Energiemangel. Wie kann ich dieses Problem denn lösen? Also seit vielen Jahren befassen sich holländische und schwedische Wissenschaftler und amerikanische Wissenschaftler mit diesem Problem. Mhm. Man hat vor allem versucht, natürliche Ratschläge zu geben, dass man jetzt nicht Tabletten oder Medikamente nimmt. Ja? Und das ist ja auch eine Anfrage, die schon vorige Woche gekommen ist. Und da haben wir wieder was vorbereitet. Ich wollte gerade sagen. Da gibt es mehrere wichtige Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, bei Kreislaufproblemen, wenn man vorbeugen möchte oder wenn man sie schon hat, Wasser trinken. Ein Glas kühles, nicht kalt, aber kühles Wasser kann den Kreislauf schnell stabilisieren. Okay, das hat man ja schnell zur Hand. Zweite Maßnahme, ich mache mir einen ungesüßten Kräutertee oder Früchtetee. Auch das kann helfen. Ja? Die dritte Maßnahme, ich bereite mir eine Gemüsebrühe zu. Es gibt also Gemüsebrühen in Würfel, mhm, ja, kann ich relativ schnell zubereiten. Nichts drin, keine Nudeln, keine Klöße, gar nichts. Ja. Und diese Gemüsebrühe mache ich lauwarm, also lasse sie ein bisschen stehen und trinke sie dann schluckweise. Man hat die Erfahrung gemacht, dass das zum Stabilisieren vom Kreislauf oft besser wirkt als eine Tasse Kaffee. Mhm. Ja? Ja, beim Kaffee ist man ja sozusagen auch danach umso schwächer, umso ja, ist richtig, mehr man ja, erst aufgepusht ja, wird. Ne? Ist völlig richtig. Daher ist die Gemüsebrühe hervorragend. Dann kommt noch eine Möglichkeit. Ja? Ich muss bei den festen Nahrungsmitteln achten, bei extremem Wetterwechsel, dass ich Nahrungsmittel habe, die auch viel Flüssigkeit enthalten. Mhm. Ja, also nicht sehr trockenes. Und da steht natürlich an erster Linie die Melone, wie die Zucker- und Honigmelone. Da Wassermelone, steht nicht? Die Wassermelone, aber so wie wir es hier haben, meine ich jetzt. Okay, ne? Ja. Dann Birnen, saftige, reife Birnen wieder, also nicht steinhart. Ja? Dann eine frische, schöne Gurke oder eine Salzgurke. Mhm. Und zur Gurke möchte ich sagen, das hat man schon im Altertum gewusst, in der Antike. Da war es üblich, dass die römischen Legionäre, wenn sie aufgezogen sind, ja, in den Kampf gezogen ja. sind, haben sie immer mitgehabt, viele Pferdefuhrwerke mit Glaskästen. Da wurden Gurken gebaut. Okay. Damit die Leute keinen Durst haben und keine Kreislaufprobleme, standen jedem römischen Legionär so ein Stück Gurke jeden Tag zu. Die wurde zugeteilt.
Ja? Ja. Also man hat das in der Antike schon sehr gut gewusst. Es müssen Lebensmittel auch da sein für den Kreislauf, die Flüssigkeit enthalten. Und die kurioseste Maßnahme, ja, die amerikanische Wissenschaftler nachgewiesen haben, ist das Senfbrot. Ja. Also wenn Sie an Wetterwechseltagen sich nicht gut fühlen und der Kreislauf ist nicht sehr stabil, dann schneiden Sie sich eine dünne Scheibe Vollkornbrot ab und bestreichen die ganz dick, ja, ganz dick. Mit Senf. So ja, wir haben, naja, noch dicker vielleicht, weil wir haben das, sonst läuft das runter, ja. Ja. Wir haben ein bisschen aufpassen müssen, sonst schaut das unappetitlich aus. Aber ganz dick mit Senf und schön langsam essen und gut kauen. Mhm. Ja, also probieren Sie es aus, Sie werden staunen, wie es wirkt. Das gibt neue Energie. Ja, ja. Also super. Wie gesagt, das sind sozusagen einfache Maßnahmen, die man in der Küche vorfindet, ja. Das heißt, ich brauche jetzt nicht in die Apotheke oder was gehen. Ich sage, ui, mein Kreislauf spüre ich halt wieder sehr. Ja? Zum Beispiel, und da gibt es noch eine Maßnahme, die ich beinahe vergessen hätte. Junge Mädchen und auch erwachsene Herrschaften haben morgens oft das Problem, gerade in der schönen Jahreszeit, mit dem Kreislauf, wenn es entweder draußen extrem heiß schon ist oder extrem kühl noch ist und die Sonne kommt dann und so. Da gibt es ein herrliches Mittel. Man nimmt ein Glas Wasser und gibt da hinein 2 Esslöffel naturtrüben Apfelessig. Okay. Verrührt den gut. Man kann jetzt, wenn man kein Diabetiker ist, kann man auch noch einen Teelöffel Honig hineingeben, damit die Sache nicht ganz so sauer ist. Ja? Und kann das in langsam in kleinen Schlucken trinken. Das ist auch ein hervorragendes Kreislaufmittel, das auch Magen und Darm sozusagen anregt. Ein bisschen anregt und saniert und super, unterstützt und kräftigt. Also viele Tipps für die heißen Tage, auf die wir noch hoffen. Richtig, und Melonen. Ich würde sagen, wer gern Melonen isst, ja, sollte an diesen heißen Tagen zulangen, bei Wassermelonen, Zucker- und Honigmelonen. Man kann sich mit einer Melone einige Tage, nicht mit einer Melone, man kann sich mit Melonen einige Tage so ernähren, dass man keinen Mangel an Vitalstoffen bekommt, weil da so viele Vitamine, Mineralstoffe drin sind. Und, man ist, und schön süß ist sie auch, also ein köstliches Essen, ne? Wenn sie reif ist. Wenn sie reif ist. Wenn sie reif ist, das, was ich halt schon gesagt habe und immer wieder sage, es ist ganz schlimm, wenn Obst, das man kauft, steinhart und unreif abgeerntet wurde. Also es muss eine schöne, reife Melone sein. Auch da wieder lohnt es sich, entweder aus einem Nachbarland oder aus heimischem Anbau. Super, Herr Professor Bankhofer, ganz, ganz lieben Dank. Wir haben heute wieder einiges gelernt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen. Liebe Gäste hier im Kursaal, Sie haben toll mitgemacht. Hoffentlich gehen Sie gestärkt in den Tag. Super. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, vor den Bildschirmen. Ich hoffe, auch Ihnen hat es Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Herzlichen Dank. Danke Ihnen vielmals. Und ich danke dir, liebe Herren.